100 Stunden Arbeit über 12 Monate verteilt. Das Versuchsmodell war erstmal geplant, 1 zu 10. Das hat schon lange gebraucht zu bauen. Ganz tolle Sache. Dafür zu bedanken ist bei Dutch Enric van der Hogen, Art van der Sorgen und Gail Dates. Holz oder aus Büchern holt, aus Fotografien abzeichnet und dann sich ganz lange herantastet. Wie gesagt, man baut erst Testmodell und ist darauf immer vergrößert, bis man letztendlich sowas erstellt, was dann auch viel Geld kostet und Zeit kostet. Und nur dafür, um es hier zu zeigen, vom Publikum zu zeigen, das finde ich echt mal, allein das schon mal, ganz toll was wert. Sehr schön gemacht, sehr schön gemacht. Das sind Leute, die echt was können. Das Grundmodell ist eigentlich die ganze Helle. Für den Film wurden zwei. Sobald die Gangvektor ist, dass du das getrieben hast, wurde